bin richtig salty auf dich. Jenny, was hast du da noch gekauft? Aber Milchsäure ist vegan. Ist immer geil. Ja, Digi. Jenny kriegt gerade Sexualkunde. Ins Meer gepumpt. Jenny ist ausgerastet. Ferdinand, jetzt mal ernst. Immer nur du. Du bist es. Du bist es. Nein. Kannst du mir erklären, wo ist deine hin? Jetzt bin ich so leer, es ergibt keinen Sinn. Warst du so wie ich da drin? Hast du so wie ich gefühlt? Warum bist du jetzt so kühl? Guten Morgen. Being Savages. Schau euch mal diesen nice Standing Desk an. Schau euch mal diesen nice Benny an. Schau euch mal dieses nice Schachsetup an. Schau euch mal diese flowy Jenny an. Oh. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Mich nicht mehr so zu erschrecken, weil ich nee, fühle so gar nicht. Das war halt frei. Ich glaube, es wird langsam Zeit für den Vlog. Wir haben ja unser erster Streit, unser zweiter Streit, aber wann kommt mal unser dritter Streit? Jetzt. Ferdinand, jetzt mal ernsthaft. Ich finde, du machst mir alles nach. Ja, meine Witze machst du mir nach. Ja? Du? Und was willst du jetzt machen? Ja? Ja? Hast du doch schon. Ja, und jetzt? Es gibt keinen Tod. Ja, hab mich doch, Mann. Weißt du, was ich denn mache? Tollwut gibt es auf der Welt überall. Ja gut, ich habe halt richtig viel mit dem Handy so gevloggt und das ist halt ein Vlog. Deswegen gibt es jetzt so ein richtig Roll the Clip mäßig. Und wir haben einen guten Dummel, so unser dritter Streit, weil... Spaß, es ist so viel passiert. Das war nur so ein Gedanke, weißt du? Diese Gedanken. Jenny und ich, wir haben wirklich Streit, weil gestern waren wir bei der Polizei. Ja. 2 Stunden. Du warst im Auto, ich war bei der Polizei. Genau. Aber warum? Vielleicht habt ihr schon mal von dem Strafbestand der Geldwäsche gehört. Aber wir waren nicht bei der Polizei, weil wir irgendwie eingesammelt wurden oder so. Nee, wir wollten einfach die Welt verändern. Genau. Ah, glaube ich nicht. Der eine Officer kommt so nach 20 Minuten, nachdem ich gewartet habe, kommt er so mit einer Zeitung rein, so. What's the problem? Bild oder Süddeutsche? Lagosch Time. Okay, also jetzt, weil wir waren so Surf und alles so. Es wird jetzt richtig nice, deswegen bleibt dran, lehnt euch zurück, schnallt euch an. Wir waren eigentlich immer nur bei Lidl. Jenny und ich, wir waren auf Mission. Wir sind eigentlich immer auf Mission. Wo wir bei so einem Schmutzeinkaufladen surfen. Im Puff, im Candy Store. Ey, hier gibt's einen richtig krassen Candy Store. Der hat einfach so einfach Lingams und Yonis als Süßigkeiten. Also it's real talk. Gelatine frei? Weiß ich nicht. Egal. Roll the clips. Flashback. Gang wieder am Einkaufen und wir haben einen Einkaufswagen voller Whole Foods. Unter den Tomaten sind die ganzen Cineminis, oder? 30 Packungen. Nee, Spaß, wirklich. Weil dieses Flossed Retreat, nicht so wie die letzten Müsli-Diät, bin der dann nett. Einfach nice Staples. Und ich habe so einen geilen Nachtisch gechannelt. Lass doch lieber zeigen, anstatt es zu labern. Also ich weiß nicht, was momentan los ist, aber wir gehen jetzt einkaufen in ein neuen Supermarkt. Und mit mir meine den unglaublich heißen, wahren und einzigen bösen Mösen Ferdinand. Wir waren im Meer. Oder und bist du einfach so salty? Ich bin richtig salty. Auf mich? Oh oh. Warum? Ja, überleg mal schon mal. Legst du einfach die Kiwi-Sticker hin? Nee, ich weiß. Aber Leopold ist auch sehr flossig, deswegen gucken wir mal, ob der was kann, der Laden. Oh Mann, darf ich mich da reinsetzen? Oh Mann, meine Schokolade, die wir gestern gekauft haben, ist einfach verschwunden. Ferdinand, sei, gib doch zu, du hast sie versteckt. Aber ich will Schokolade. Hast du in meinem Po gesteckt? Darf ich wieder raus? It was at this moment that he knew. Also so sieht's hier aus. Leopold, du hast gelabert, das ist ja ein richtig geiler Laden, so Amerika-Style. Das ist echt nice. Dagobert! Wollen wir die kaufen, aber voll. Ich glaube, die sind hier halt nicht so geil. Ja, lass mal googeln, was so in Portugal so an Local Fruits gibt, weil es gibt bestimmt so ein paar geile Sachen. Aber Leute, Kaki-Season ist und die sind richtig geil. Die sind echt geil, vor allem die matschigen letztens, ne? Aber Lidl ist schon einfach der Shit, weil schau mal hier so die Kaki-Situation, bei Lidl einfach so Abundance, so. Lidl, wenn ihr eine Sponsorship wollt. Nee, Digi. Kennt ihr das so in neuen Supermärkten? Ihr habt so gar keinen Durchblick. Ihr denkt euch so, ja, weiß ich es nicht. Dafür habt ihr nicht fertig. Immer dem frischen Fisch nach. Frischer Fisch. Frisch, frisches Mütze. Das Ding steht halt nie auf Englisch da, aber wenn da drauf steht Mustarda, ist schon Mustard, oder? Ich habe gesagt, wir wollen was zu spielen kaufen. Ich glaube, wir haben Bock auf was zu malen und? Knete. Aber pinke oder blaue, oder? Oder grüne? Knete ist schon geil, oder? Oder zwei? Was zwei kaufen. Kostet nur 2 Euro. Oder ist es dumm? Warum sollte das dumm sein? Front. Eine reicht, oder? Wir kaufen eine. Der Fritz hat eine gesagt, ich hab ihn gechannelt. Ich muss sie enttäuschen, sie liegen daneben. Fritz? Wie überleben wir schon den Fritz? Hast du Papier? Ja, Fritz, wir sind lost. Komm mal nach Portugal. Nö. Zweifarbige Stifte. Das ist eine richtig schlaue Idee. Weil bis man so einen Stift durch hat, passiert eigentlich nicht. Das ist billiger, das kostet gleich viel wie das. Und das ist kleiner und handlicher, also nehmen wir das. Also ich überlege mir nach Kopangan, als ich halt richtig minimalistisch reise, aber ich hätte schon Bock, so einen Staubsauger mitzunehmen. Guck mal, welche sind nicer? Color Peps? Hat wir noch Peps dabei? Oder die Giottos? Nicht schmeckt besser zum Kaffee. Also ich finde beide sehen lecker aus. Hey, jetzt ist das Raumschiff Enterprise frei. Komm, nimm mal. Als ob du nicht sowas haben willst. Das wäre was für ein Fritz. Fritz mag ja Züge. Wie kommst du darauf? Jenny, was sagst du? Hier ist es? Ja. Guten Morgen. Wegen Savages.
Spaß, sie ist es. Ey, guck mal, die steht hier voll. Dazu kann ich dir noch diese Gaming-Tastatur empfehlen. Ja, dieser Laden ist so weird und random. Auch nicht so nice. Was ist das hier? So, du tust hier Wasser rein und dann gießt es direkt unten raus, dann... Jenny, was hast du da noch gekauft? Ja. So eine Pfeife, so ein Lutscher. So ein Pfeifenlutscher. Also man lutscht es erst und dann hat man eine Pfeife, oder wie? Das ist eine Pfeife, bis du es ausgelutscht hast. Ach so, ja. Der Lutscher ist eine Pfeife. Ja. Sick. Du auch eins. Nee, ich freue mich eher auf diese ultra-reifen Kakis. Die sind einfach chocky, die chock, 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 chock. Ja, aber Milchsäure ist vegan. Aber zeig mal. Das ist ja richtig krass. Aber ja, Milchsäure ist, glaube ich, ist vegan. Echt? Mhm. So richtig reife, die man aussaugen kann. Das ist so geil. Und das Wetter, ich war ja das hier so übertrieben. Und es ist einfach so richtig nice, warm. Barfuß immer. Ja, nicht immer. Immer so Tanktop, ist immer geil. Und die Sonne ist, die ist hier nicht so, dass sie so ballert und so klatscht, sondern einfach so, oh, es ist so angenehm, die Sonne. Ich lieb's einfach. Es ist so, Portugal ist richtig, alles so leise hier überall. Wir sind hier nice am Biken und hier die Schnitzelbande, macht das super. Du machst das super. Wow. Schnitzelbande! Und die Kleinen so, lernen vom Daddy. Fein. Solange ihr nicht den nehmt. Super, machst du Sitz? 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 Dann halt nicht. Ey, ich kann so. Nicht in jedem deiner Blogschnitten Unterwäsche sein. Die Gang probiert gerade zum ersten Mal Guacamole. Und es schmeckt wie Vanillepudding. Aber halt so Vanillepudding im Knast. Weil so Kerne ist halt so Knast-Lifestyle. Es ist sehr geil. Nur so, das müssen wir mal kreuzen, dass es keine Kerne hat. Und? Jenny approved? Ja. Schaut euch mal diese Himmel-Vibes an. Wenn die da nur auf Tinder. Sie raucht, ja, dann ist vorbei. Kannst du gleich? Biotonne Spaß. Kein Spaß. Schaut euch mal den Himmel an. Jenny, schau mal da. Ich weiß, doch ich habe euch noch geholt. Und jetzt Er macht drei, es heißt Made Free. Okay, vibe mal alle. Er sieht aus wie der Mond, diese Lampe da. Ja, verdeck mal deine Boobs. Schau's mal, wer da ist. Ah. Ich war gerade im Gym. Und ey, die so auf einmal so... Michaela? Ja, und sie startet Play Party im Gym. Und ich frag sie noch so, sind hier Regeln? Und auf einmal so, okay, hab ich was so im Po. Glaubt die mir nicht, oder was? Ich kenne deine gute Nachtgeschichte. Also, sowas halt in meiner Vorstellungskraft. Aber Schau sagt ja, Vorstellungskraft und Realität das Gleiche. Hattet ihr schon Sex? Nee. Nee? Meine Tage. Als würdest du nicht trotzdem reinbitten. Bro, ihr könnt jetzt weiterschauen bei www.pornhub.com und lässt euch nicht euren Fall entlaufen, weil wieso schämt ihr euch so? Weil wir sind einfach nur dumm, Kinder, lehnt das zurück, schnallt euch an. Weil sonst fallt ihr so runter, guck mal. Denn heute, hallo? Ja? Basche? Ja, ich hab meinen Fuß getaped, Leute. Ich hab meinen Dick getaped, weil sonst kann ich ihn nicht zurückhalten. Heute gehen wir surfen. Seid ihr dabei? Ja. Okay. Man sieht mich gar nicht. Ja, Digi. Oh, ja. So, wir sind hier mit der Gang. Wir gehen jetzt surfen. Wir haben uns einfach mal drei Boards ausgeliehen. Drei Wetsuits. Und drei können zu dritt spiken. Da fehlt ja einer, Jenny. Wo ist der vierte? Jetzt haben wir diese Softboards. Oder wie nennen die sich? Oder Hardboards? Softboards. Oder? Ich glaube schon. Halt die für Anfänger. Da kann man wirklich easy aufstehen und viben. Und wie war die Surferei? Geil. Ja? Ja. Hast du eine Welle gecatcht? Ja, auf den Knien. Bist du auf den Knien einmal? Ey, ich bin bis ganz nach vorne auf einmal. Sick. Also ich bin einmal sogar aufgestanden und ey, spiken hier, es bockt so krass. Schaut euch das mal an. Was ein Vibe, ey, so schön. So schön und so nice Vibes hier. Ja, da rauszukommen ist Walla Walla. Ja, so fühle ich mich auch immer mit einem Kondom. Ich bin da immer so... Fuck mein Schwanz. Fuck mein Schwanz. Der steckt da immer so fest. Also wegen Savages. Ich glaube, ich habe jetzt Urlaub gecheckt. Es geht nämlich darum... Ja, nee, ich habe es auch nicht gecheckt. So, die beiden Boys. Die waren noch nie surfen. Julian, zeig mal. Du hast falsch schon angezogen. Damit jeder sofort weiß, dass ich ein absoluter Amateur bin. Aber hey! Und ich habe mir hier ein gutes Sofa gebaut und werde die Boys mal watchen. Aber er macht einfach wieder Paolo, sieht einfach aus wie der derbeste Surferboy. Aber seid's gar nicht. Also. Ich bin die krasse Sexualkunde und sucht die Mutti-Wacki. Der ist sehr vergraben, denn bei der dritten OP, da haben die den einfach so. Ja, jetzt zählt er zu meinen inneren Organen. Wo ist er denn? Manchmal glaube ich, wir sind zu dumm, aber nicht so. Nee. Jenny und ich, wir sind echt ein Dream Team. Ja. Eines Tages. Fick! Ja, bau mir ein Ding.
Oh, aber so ein riesen, den Gigantik anschauen. Eines Tages werde ich sie fragen. Was wirst du mich denn? Ja, okay, ich sag's jetzt einfach, okay? Ja. Ja, wo der Micha ist. Bock auf ein Date? Double Date? Okay, Grüße gehen raus. Such dir jemanden. Bam, bam, bam. Micha einmal komplett abgeschossen. In diesem Sinne, Grüße gehen raus an Fritz. Servus. Schau auch mal, wie cool das hier aussieht. Einfach hier in Lagos. Ich bin einfach so am Beach und also diese ganzen Rock Formations. Und einfach so Durchgänge. Das ist so cool. Und überall poppen dann einfach immer so Beaches raus. Sind immer kaum Leute oder gar keine Leute da. Aber ich share jetzt mal was mit euch. Das ist so ein Pupen. Einfach so clean, vegan Pupen, man kennt's. Zwar gerne so ins Gebüsch, aber hier ist gerade kein Gebüsch. Ins Meer zu pupen. So der Cycle halt. So. Ich esse Pflanzen, ich gebe zurück. Heißer Dünger fürs Meer. Ist halt jetzt gerade kein Fritz da, den ich das fragen kann, ob das nice ist. Weil in meinem Kopf macht das halt Sinn. Keiner schwimmt dann in meinem Pup, sondern das ist ja eh sofort so aufgelöst. Ich gehe jetzt hier ins Meer und pup und sage euch dann mal, ob das nice war. Fritz? Komm mal schnell im UFO und sag mir, ob das eine schlaue Idee ist. Ja, ihr wisst ihr, wenn es euch juckt, so, dann kratzt euch oder schaut einfach was anderes. Hier gibt es einfach den realen Shit, so, weil wer, so ich teile halt einfach so richtig vom Herzen und ich schäme mich für gar nichts. Wisst ihr, so hört meine Podcasts. Ey, ich muss so dringend pupen, ich kann nicht mehr denken. Jetzt stehe ich hier nackt, erleichtert, ins Meer gepupt und ey, was soll ich sagen, es war richtig nice. Hast du gleich instant happy Po, Po ist einfach fresh und es ist halt wieder so gesellschaftlich, Ding, das so, was? Man geht auf eine Toilette, aber es ist so übelst unnatürlich, so dieses Klo, was wir bauen. Und halt wieder nicht kein naturalistischer Fehlschluss, so ich strebe nicht danach, was natürlich ist, sondern was so in Alignment, was gesund ist. Weil viele Dinge, die unnatürlich sind, sind übelst gesund, übelst nice. So in gesellschaftlich drin wirkt es so weird, aber dann andere Tiere, natürlich pupen die einfach so, was, der Vogel kackt da einfach runter und ist nicht auf dem Klo. Sag mal was. Der lieblose Reinklatscher. Und Benny im Lotus. Das ist mein Pornoname. Ey, Benny, das sieht richtig chock aus. Aber es sieht doch aus wie für zwei Personen, oder? Ja, so sieht mein Essen immer aus, wie für eine Großfamilie. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Nein. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein. Jenny. Oh. Oh. Jenny. Ich habe jetzt Termine. Ja, ich meine das eher. Wir haben dich angesprochen. Jenny macht jetzt einen Podcast auf meinem Mic, aber Solo-Episode oder was? Nee, also ich bin eingeladen. Hans-Wurst-TV? Okay. Wir gehen raus an Hans-Wurst-TV und Upsi Pancho. Wollen wir mal wieder schauen, ob sie Pancho und ein paar neue Chancen überlegen haben? Oh, ich habe jetzt dir was zugestehen. Ich war am Beach, muss so pupen, aber ich habe ins Meer gepupt. Nee. Aber ist doch okay, oder? Nee. Soll ich sie jetzt wieder einsammeln? Also, du kommst wahrscheinlich eh ins Meer, wenn wir runterspülen. Aber weißt du, es ist wie Massentierhaltung. Wenn du es nicht siehst, dann ist es okay, Fleisch. Leute, 9 Jahre bin ich jetzt vegan. Und 9 Jahre veganer Pup ist wie einfach so, wenn du dir so Mousse Schokolade machst. Ich sag nicht so, was beim Model so im Kopf vorgeht. Was geht da vor? Also was, an was hast du gerade gedacht? Leckere Kaki so. Bist du so in einem Moment gefangen? Richtig gefangen in diesem komischen Loop von hier und jetzt. Scheiße, Bro. Schaut euch mal diese Männer an. Alle hier richtig am Spannen. Man kennt's, man. Es ist so typisch. Männer immer am Spannen so. Und sie schämen sich nicht mehr. Sie schauen direkt hin so. Hallo? Hallo? Servus. So nice. Ich bin nochmal rausgefahren für ein Solo-Adventure. So ganz alleine, wirklich so. Mit niemand anderem. Sagt's. Wir machen hier gerade ein Solo-Adventure. Solo-Adventure. Nee, Solo, du hast dich. Also ich wollte so losfahren, so echt Solo-Adventure. Und Jenny ist ausgerastet. Sie so, ich will auch so ein Auto und Solo-Adventure. Komm mal mit, ich will das mit dir alleine. Ja. Okay, wir sind alleine, Bro. So, Leute. Und jetzt sind die Clips vorbei, jetzt machen wir das Outro. Ach, jetzt machen wir das Outro. Also. Ferdi, ich will mich entschuldigen, ich will nicht, dass wir streiten. Ja, aber ich nehme die Entschuldigung nicht. Dann bist es aber du. Nee, nee, nee. Es bist immer nur du. Du bist es. Du bist du. Es. Nein, du. Und jetzt weißt möchte du ich, dass du dich von mir entfernt. Danke fürs Einschalten. Schneid euch ab. Mal. Oder an, je nachdem, auf wen ihr beim Intro gehört habt. Vielleicht sieht man das verstehst du jetzt nicht, ne? Ich hab dir gar nicht zugehört. Dann, wenn ich hab mir was Lustiges schneidet. Überlegt, aber nichts sagen. Denn? Ja, vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wieder im Vlog oder im Polizeirevier. Wenn es heißt, Jenny und ich, auf Mission. Geht schief. One mind.